So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Nachdem wir in der ersten Runde hier im Madison Square Garden ein bisschen Probleme hatten mit dem Partner, weil ich euch das Matchmaking zeigen wollte, der Partner einfach nicht reinkam in die Partie und der andere dann halt auch die Partie wieder verließ. Ich weiß nicht warum. Ist halt nicht mehr wie in den ersten Tagen des Spiels, wo der Laden überlaufen ist. Sind wir jetzt halt hier in der zweiten Etage vorgedrungen, überall über das Spielfeld und suchen halt Dr. Candle. Wir versuchen gerade in der Stadt das Post Office hier auszurüsten, brauchen dafür die Ärztin, die hier im beiliegenden Madison Square Garden ja ein Feldlazarett betreut hat. Oh, man sieht hier auch eine ganze Menge, was ich hier alles an der Seite liegen gelassen habe, oder? Lootable Objects. Habe ich die alle übersehen? Naja, auf jeden Fall versuchen wir halt jetzt diese Ärztin zu besorgen, um eine Krankenstation in der Poststation aufzubauen, denn New York liegt zu Füßen, da nieder. Es gibt sehr viele Tote nach einer Pandemie. Das kommt uns ja irgendwie auch bekannt vor. Was haben wir hier? Wir haben aber keinen Filter 2, ne, oder? Wo ist da? Steht da nochmal unser Filter? So viel Zeug hier zu gucken. Wir haben doch eigentlich bei Masken und so. Bei Appearance? Ne. Könntest du jetzt tatsächlich auch eine andere Jacke anziehen oder was? Na, die ist doch schick, oder? Welche haben wir denn hier neu bekommen? Oh Gott, ne. Ich habe tatsächlich auch durch meinen ersten Charakter für diesen Charakter offensichtlich sehr viel freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das so eine Art New Game Plus Belohnung ist. Aber wo ist denn jetzt das Level von der Maske? Achso, hier sind noch Zusatzwerte. Hätte ich vorhin auch schon mal scrollen können. Ne? Die ganzen Boni, die man bekommen kann. Optimale Entfernung für die Waffe, 26 Meter. Ja, was man hier alles so an Skills ansammeln kann. Es ist halt ein Rollenspiel-Loot-Shooter mit hybrider Multiplayer-Funktion, was ja letztes Mal nicht so geil funktioniert hat. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wo man diesen Maskenlevel sieht. Mir war so, als wäre das hier irgendwo gestanden. Sehr merkwürdig. Naja, komme ich bestimmt noch drauf. Gehen wir da erstmal nicht rein. Man kann das Level ja jederzeit nochmal spielen und dann eben diese anderen Mechaniken machen. Oder wir hätten 12 Schlüssel. Ne? Wir können da eigentlich versuchen, mal reinzugehen, was dann passiert. Warning. You are now entering a contaminated area. Okay, ihr seht, wir haben eine verseuchte Region und unser Filter geht schnell drauf und entsprechend würden wir dann halt auch schnell sterben. Wir bräuchten einen Filter Level 2. Das soll halt auch den Wiederspielwert erhöhen von dem Spiel. Eigentlich ganz schön gelöst. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there, before they got shot. So be careful. Vielleicht habt ihr ja mal hier in diesem Feldlazarett eine Maske. Schön ist halt auch, dass man diese ganzen Orte immer frei begehen kann. So ein bisschen wie in dem parallelen Let's Play, das ich mache zu Dark Souls. Man sieht halt immer, wo man auch hin kann noch. Sehr schön gemacht eigentlich. Nur eine Maske findet man jetzt hier nicht irgendwie. Ja, hier hinter der Tür ist ja der Bereich dann. Da gibt es halt spezielles Loot. Das sind auch alles kontaminierte Sachen hier. Unsere Kontaktlinse blendet diese ganzen AR-Sachen, diese Augmented Reality-Sachen ein, weil wir halt ein Schläferagent der US-Regierung sind. Ja, typischer Tom Clancy-Style halt. So, hier wird's heftig gleich. Da hinten sieht man die Geiseln. Soll man nicht so viel Krach machen, denn auch darauf reagieren die Gegner. Und
kann auch sein, dass hier noch irgendwo andere Leute dann lauern. Survival of the fittest, man. Na, das war doch schon mal erfolgreich. Dann kann ich euch mal zeigen, dass ich auch ein bisschen was kann. Ein bisschen was jedenfalls. Oh, was habe ich denn da getroffen? Die Umgebung kann man halt auch nutzen. Ihr habt gesehen, den Feuerlöscher habe ich verschossen. Und ich kann nicht schießen. Nachladezeit. So. Wir müssen halt weiter, wir müssen weiter. Also hier sind sozusagen Restaurant und Lounge über den Madison Square Garden. Man sieht halt die ganze Krankenhauseinrichtung unten. Weihnachten ist halt auch. Das macht das Ganze zwischendurch auch mal sehr gespenstisch. Hieß ja Geballer, aber es gibt halt auch viele ruhige Momente. Und man entdeckt halt nach und nach das New York im Niedergang. Was findet man hier? Kommt man hier raus? Nee. Da kam sie einfach nur rausgestürmt aus der Tür. Ist alles klar? Oh, das ist sie ja. Keep your heads down and keep it quiet. Warning. Hostiles detected. Das sind ja immer die liebsten Missionen. Von hinten durch die kalte Küche sozusagen. Warum allerdings Polizeikräfte und Militärs und so nicht in der Lage sein sollen, so eine Bande leicht bewaffneter auszuschalten. Oh, ein Gunner auf dem Dach. Kann ich mit Faye Lau offensichtlich nicht unterhalten. Naja, aber ihr könntet ja auch andererseits den Weg nach unten nehmen, weil da habe ich ja alles freigekämpft. Durch die kalte Küche kann ich auch. Gibt hier noch was rum? Nur schön looten. Achso, sie geht tatsächlich unten rum, okay. Aber diese meisten Türen kann man eben nicht öffnen. Das ist halt schon sehr detailreich, aber auch beschränkte Levelschläuche. Kann ich hier einfach so hoch und dann, na, rüber loopen? Ja, kann ich auch. Oh, jetzt wird bestimmt gleich wieder heftig. Jetzt sind wir ganz oben oberhalb des Dachs, okay? Nehmen wir uns mal lieber von hier so an. Gibt es hier vielleicht noch was zu finden? Manchmal gibt es ja auch Story-Elemente zu finden in der Spielwelt. Oh, hier gibt es was zu finden. Mhm. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bisschen mehr Heilung. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich nicht sehe. Ach, da ist das Maskenlevel. Hier bei Abilities. Okay. Filterlevel. Schwach. Na, das können wir dann ja aufrüsten in der Tech-Abteilung und so. Das zeige ich euch auch alles noch. Und wie gesagt, in den anderen Folgen habe ich es auch schon gesagt, wenn ihr Lust habt, dass wir das zusammenspielen, dann können wir uns auch gerne gemeinsam hier treffen und Missionen zocken. Warte mal, da hinten war ich auch noch nicht drin, oder? Und wo kam ich jetzt? Von da? Sichern wir alle Gänge. Wir plündern natürlich nicht. Wir sichern natürlich alle Durchgänge. Denn hier liegt auch noch ein Täschchen. Es lohnt sich in der Spielwelt, sich umzugucken. Brandmunition, okay. Müsste man nur erinnern, wie man sie ausrüsten kann. Aber das muss ich nochmal nachschlagen. Dann. Eigentlich wird es in dem Spiel nach und nach auch erklärt. Aber es ist ja ganz gut, wenn ich mal vorbereitet bin.
zum Beispiel darauf, dass ein Partner einfach nicht joint in einem Match. Und damit trotzdem aber das Level erhöht. Also Spiellevel. Auch das könnte ärgerlich werden hier draußen. No Respawn Zone. Aha, okay. Ich höre Hubschrauber an. Ich höre Ärger. Was ist hier los? Alter. Gleich wieder was von anderen Seiten oder so. Warning. Additional hostiles incoming. Ja, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Die, die wir haben, reichen ja noch nicht. Wo kommen sie denn? Was? Woher? Was? Okay, wenn du das sagst. Additional hostiles incoming. Das ist der Gunner. Mist. Muss ich wohl näher ran, wa? Oh oh. Ach, dieser Abstieg ist echt immer schlimm, finde ich. Puh, die spielen doch übel mit hier. Granate mehr, das ist ein bisschen ärgerlich. Wo hat ein Magazin der Junge da? Ist der Gunner persönlich. Ist näher ran, oder? Scheiße. Das ist eben der Rollenspieleffekt von diesen Waffen, dass man halt einfach auch 26 Meter dann erreichen muss, damit man überhaupt was treffen kann. Hm. Lass mal aufhören da hinten jetzt. Got the medic safely across. Candle and all staff accounted for. No casualties. We're off to a good start, agents. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Candle and we'll see what she can do for us. Okay. Das ist hier der Ausgang? Ne, man muss glaube ich runter, ne? Sagen wir mal so, ist es schon sehr schlauchig, aber sie kaschieren es sehr geschickt. Mit so Arenenkämpfen zwischendurch. Und wir kriegen Skillpunkte.
Aber das mit den Bullet Sponges ist natürlich echt anstrengend zwischendurch, wenn man da ewig auf einen Gegner drauf schießt. Aber solche Momente entschädigen einen dann halt wieder. Und so sorgen wir halt Stück für Stück für Ordnung. Und werden hoffentlich nicht auch noch jetzt wieder attackiert. Ach, guck mal hier. Ein Medkit. Wie schön. Aber die Szenerie ist natürlich schon klasse gemacht. Alles sieht aus, als wäre es gerade verlassen worden. Überall dudelt Musik. Das könnte auch noch ein Problem werden. Vielleicht muss ich aus Copyright-Gründen die Musik komplett ausstellen. Aber sie gehört natürlich irgendwie zur Spielwelt dazu. Das ist ein bisschen schade. Also gerade das, was jetzt hier im Hintergrund läuft, könnte einen Copyright-Strike geben. Und dann kann man mich nachher nicht mehr hören. Und hier sind wir dann wieder im Eingangsbereich. So sind halt diese kleinen Arenen aufgebaut, die überall über die Stadt verteilt sind und sich auch lohnen, sie wieder zu besuchen mit anderen Spielerinnen. Wink, wink, nudge, nudge. Ne? Also wenn ihr Bock habt, können wir das gerne zusammen machen. Wäre vielleicht auch lustig als Community-Aktion oder so. Best of luck out there. Okay. Und man kann das dann halt, man kann sich hier hinstellen und kann das dann halt eben nochmal variieren. Ist natürlich hilfreich, wenn man dann Leute hat, die auch mitwirken und nicht einfach nur den Schwierigkeitsgrad höher stellen. Zwischendurch stapfen dann durch die Straßen hier auch noch Gegner. Also Gegnergruppen, die halt zu verschiedenen Fraktionen gehören. Die Stadtteile sind unter der Kontrolle unterschiedlicher Fraktionen, die man dann nach und nach versucht hier. Also man sieht hier so diese Zonen, in denen dann jeweils Safe Zones sind und Missionen zu finden sind. Hier ist auch noch ein Safe House. Okay, Lincoln Tunnel. Also, wenn sie die Fluttore sprengen, um die Stadt abzuschließen, dann kriegen wir das nie wieder leer, sozusagen. Eine Verteidigungsmission und so gibt es unterschiedliche diese Begegnungen, um Leute zu retten, diese Angriffe auf eine Festung, Nebenmissionen, um halt sozusagen Zeug aufzufüllen oder so ein Blueprint für ein Backpack zu finden. Das heißt, man weiß schon, was man findet, aber nicht in welcher Qualitätsstufe und so. Also diese Loot-Mechaniken. Ja, und dann seht ihr halt hier, dass es halt hier diese Contaminated Zone oben gibt, wo wir schon drin waren, die man dann nochmal erreichen kann. Da kann man ja, glaube ich, nochmal wieder hochlaufen. Oder muss man die Mission jetzt nehmen? Ne, eigentlich haben wir ja die Tür jetzt offen, ne? Kann sein, dass sie sich wieder schließt. Okay, was brauchst du? Eine Soda. Wir helfen natürlich gerne und für eine Soda verkaufen sie ihre Waffe. Das heißt auch ein bisschen zweischneidig. Es ist nicht so ganz selbstlos, dass man hier hilft. Aber gut. Ich hatte das ja vorher auch angespielt nochmal, das Spiel. Und mit den anderen Waffen, ich hatte ein Scharfschützengewehr, Ausrüstung wie eine Schutzjacke. Und ja. Insofern ist man ganz gut bewaffnet, trägt unfassbar viel Munition mit sich rum. Aber man merkt den Anfängerwaffen halt schon an, dass sie halt primär die Luft treffen. Gut. Readings indicate this area is safe. This area is safe, aber die Area ist halt auch noch nicht wirklich wiederhergestellt. Man hat den Medical Wing, den Tech Wing und den Security Wing. Hier sieht man unten, was man dann machen muss. Madison Field Hospital ist dann eben die Mission, Jessica Candle herbeizuholen. Zu dir gehen wir jetzt gleich. Wir können Benitez finden, für den, der ist im Lincoln Tunnel, hängt er fest und verteidigt dagegen die Leute, die die Fluchttunnel sprengen wollen, die Flugschutztore sprengen wollen. Und dann können wir noch, jetzt habe ich vergessen, wer es im Tech Wing war, den Ingenieur finden, der in der Totenhalle in der U-Bahn zu finden ist. Okay. Nie vergessen, die Taschen wieder zu füllen. Jetzt habe ich auf einmal 3 Granaten. Warum? Ach, die hatte ich vorher schon verplempert. Achso, ja, das ist natürlich toll, wenn sie vor der Mission schon verplempert. Fei Lau hat ihren Schreibtisch hier.
patience. There were a lot of sick people in that field. Goddamn condescension, okay? Just trying to look on the right. This is an emergency services notification. There will be no further updates to the missing persons database at this time. We need you. Das Tolle ist halt auch wirklich, wenn man aufmerksam zuhört, so wie die beiden sich eben unterhalten haben, dass sie völlig fassungslos sind, dass sie nicht helfen konnten und jetzt nicht wissen sollen, was sie ohne ihren Rettungswagen tun, weil sie halt auch, weil die einfach kamen und ihre kranken Leute erschossen haben, vielleicht aus Angst, vielleicht weil sie ausrauben wollten, keine Ahnung, also aus Angst vor dem Virus. Und die Soldaten warten jetzt hier auch und je mehr Missionen man macht, umso mehr füllt sich der Laden hier. Umso stimmungsvoller wird es und man hat richtig das Gefühl, hier die Stadt einem Schritt der Sicherung näher zu bringen. Und jetzt schauen wir, Fei Lau ist hier schon zu Gang. Well, look who it is. Jessica Kendall, wollte ich sagen, schon. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course. It's not like this place is gonna win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't gonna cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know. Beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Now, if you'll excuse me, I'll get started. Handfeste Probleme einer eskalierten Pandemie. Jetzt haben wir den Medical Wing geöffnet. Wir können jetzt Upgrades besorgen hier. Alles sehr in die Welt eingebunden. Huch, wieso funktioniert das jetzt nicht? Wir können jetzt zum Beispiel für Geld, was fehlt uns denn hier, wieso können wir das denn nicht, ach, das sind die Aufbaudinger, können wir halt eine Klinik, 10 Upgrades kann man bauen sozusagen, Medical Wing Supplies muss man halt finden, in diesen grünen Missionen primär, bis er 100% einsatzbereit ist, bis halt also diese Lösung gefunden wird, oder überhaupt die Möglichkeit besteht, die Lösung zu finden für diese Virusattacke, muss man auf 100% kommen. So rum war es gedacht. Man bekommt neue Skills. Es ist quasi das, was man hier freischaltet und wo man sich dann nachher entscheiden muss, auch für verschiedene Varianten, ist eben der Skilltree. Also man baut seinen Charakter mit Hilfe dieses Postgebäudes aus. Das ist das Coole daran, dass der Talentbaum eben sich in der Welt befindet und man dafür halt die Ressourcen finden muss, finde ich eine sehr cool gelöste Sache. Das ganze Spiel ist von diesem Environmental Storytelling her gedacht. Also die Umgebung erzählt die Geschichte und man ist Teil dieser Umgebung und taucht ein. Eigentlich wäre es fast besser gewesen, man hätte einen First-Person-Shooter gehabt, damit man nicht diese mäßig gelungene Charaktergestalter sehen kann, die man da spielt, der sowieso nie etwas sagt. Okay. Okay, also all diese Fähigkeiten hat man dann nachher übersichtlich im Abilities-Menü, das ist halt... So, wir bauen jetzt das erste Upgrade. The upgrades look great. If we live through this, I want you working in my lab. Und wir halten diese Skills, die man dann ausrüsten kann. Und es verändert sich eben dann halt auch das allgemeine Aussehen. Finally, a clinic. Gotta start somewhere. We've got enough staff to start tending to the public, but we've got our work cut out for us. Genau, also wir haben jetzt als erstes halt hier eine kleine Ecke eingerichtet, wo wir anfangen können, wieder eine Klinik aufzubauen. Der Rest ist noch ziemlicher übler Schrott. Eine Hazmat Unit können wir dann halt bauen, also wie heißt es hier? Also eine Sicherung gegen biologische und chemische Kampfstoffe.
Und hier die Kontamentierung. All das baut man nachher hier rein. Und insofern machen wir jetzt den Anfang, an diesen Orten halt diese Station einzurichten. Und schauen mal, dass wir... Was haben wir denn hier drüben? Ach so, Intensivstation. Ist alles wirklich ein bisschen inconvenient hier. Okay, das heißt, wir können jetzt einen Skill ausrüsten. Das machen wir wieder. Ah, nee, das machen wir nicht hier, sondern hier. Oder? Hm. Wann das? Super vorbereitet, ne? Ach, hier, Abilities. Falsch geklickt. So, unser zweiter. Wir haben ja schon dieses Medical-Ding mit dem Scan. Das ist ja sehr hilfreich, weil es halt einem nicht nur sagt, wo die Gegner sind, sondern auch einen Bonus auf den Angriff gibt. Also quasi Zielgenauigkeit erhöht. Und wir müssen für unsere Taste Q einen weiteren Skill hinbauen. Und das machen wir dann halt eben. Das ist quasi unsere Heilung, der zweite hier. Den können wir auch noch aufrüsten, modifizieren und haben dann nachher einen Master Skill. Die Heilung sozusagen auf die Gruppe auch erweitern und solche Dinge. Ja, grundsätzlich gilt das. Also man heilt sich selbst, aber auch die Umgebung. Also das gilt auch für NPCs, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon ganz cool. Wir haben auch Perks. Das heißt, wir haben eben ja eine Ability, eine aktive Fähigkeit und eine passive ist ein Perk. Also eine passive jetzt freigeschaltet. Wir können jetzt... Achso, ja, okay, das ist die passive Fähigkeit, dass wir jetzt erstmal ein neues Slot ausrüsten. Hier ist zum Beispiel das, was die Virus Protection um 1 erhöht. Dann können wir nochmal in diesen Sicherheitsbereich. Aber das wird jetzt zuerst so nichts werden. Ausgelöst wird das Ganze sehr praktisch mit die Fähigkeiten mit Q und E. V ist ja die Heilung. Man sieht das hier halt unterhalb der, na, seht ihr das da? Unterhalb, also bei der Munition links und rechts daneben ist ja dieses Heilungssymbol und links außen ist das deaktivierte Scan-Symbol. Wir haben ja auch noch das Inventory. Haben wir hier was Neues, was Cooles? Ja, so wie ich spiele, ist mehr Heilung natürlich ganz gut. Nicht wahr? So, was haben wir hier? Oh, wir haben ein besseres G36 gefunden. Seht ihr, das heißt, diese Waffen bleiben halt... Also man kann ein G36 in der Form finden, das aber bessere Schusseigenschaften hat. Also quasi eins vor dem Afghanistan-Einsatz und eins danach. Ja, es gibt dann halt besondere Fähigkeiten noch. War das das hier? Ja. Critical Hit Chance, das heißt, dieses Burst-Fire, das Symbol, was da steht, hat halt diese zusätzliche Fähigkeit, dass man damit 10% höhere Crit-Chance hat, also kritische Treffer ausrüsten kann. Mir fällt das Ganze immer schwer mitzudenken alles, aber für euch als Super-Cracks ist das natürlich ganz einfach und kein Problem. Kann ich auch mal gucken. Ja, aber das haben wir jetzt ja gesehen. Das wollte ich ja gar nicht equippen. Was haben wir hier noch? Das ist doch alles widerlich, die Jacken. Das finde ich stylisch. Also das ist jetzt halt alles schon freigeschaltet. Ah, Ghost Recon Wildlands ist halt auch als Hose dazu gekommen. Erinnert mich daran nochmal zu erwähnen, dass ihr auch gerne mitbestimmen könnt, was wir für Spiele spielen. Ghost Recon Wildlands... Ghost Recon Wildlands ist halt dieser Bolivien-Teil und das würde ich mir halt gerne mit euch auch angucken in einem weiteren Let's Play, aber jetzt nicht parallel. Das ist halt alles schon da, weil das von meinem Hauptcharakter stammt. Ja, es gibt hier halt viel auszurüsten, was halt aber eigentlich nur kosmetisches Zeug ist. Wenn ihr euch da, könnt eine coole Jeans da anziehen. Das sind dann halt auch so besondere Sachen. Ja, was soll ich sagen? Rainbow Six Siege Hosen. Ne, noch ein bisschen Werbung für die anderen. Also es ändert sich da aber nicht wirklich viel. Es ist... Kann ja die Hose mal anziehen. Stylisch, wie wir sind. Ja, Hats finde ich mal ein bisschen albern. Cowboyhut, wie wäre das? Den hatte ich sogar, glaube ich, eine ganze Zeit lang an. Freelancer.
Ja, ihr seht, es gibt unglaublich viel Zeug, was halt reine Kosmetik ist, wo ich dankbar bin, dass sie das nicht auch noch ausgeschlachtet haben, um einen In-Games-Shop daraus zu bauen. Splinter Cell, das ist ja nochmal ein toller Hinweis, als hätte ich es vorbereitet, ein toller Hinweis darauf, dass sie auch Splinter Cell noch auf der Liste haben, vielleicht ist es den alten Teil oder so. Die VR-Erfahrung ist ja wohl offensichtlich eingestellt worden. Ja, aber mit so einem Gedöns habe ich eigentlich keine Lust. Die haben ja auch nur kosmetischen Charakter, also die haben keinen Einfluss auf... Achso, guck mal, es gibt tatsächlich eine Währung. Habe ich allerdings nie benutzen müssen, um bestimmte Clothing Sets zu kaufen und so, Premium Credits. Wusste ich gar nicht, dass es das da auch drin gibt. Okay, es ist halt ein klassisches Service-Spiel, wie man es kennt und wie ich es hasse, wie andere es lieben. Was haben wir denn hier? Ja, die Waffen sind ja alle... diese Waffe sorgt für 100% mehr Schaden, wenn man unter 30% gesundet ist. Das macht die aber auch. Warum die dann Level 5 ist und die anderen nicht, ist mir ein echtes Rätsel. Na gut. Ich muss es dringend noch rausfinden, wie man das macht, eine andere Munitionsart, zum Beispiel panzerbrechende Munition oder Flammenmunition einzurichten. Okay, es werden immer mehr Missionen, wie ihr seht. Boys got Hudson Yards clean count numbers for phase two. 263 confirmed infected, 47 possible, currently asymptomatic. Copy. 263 infected, 47 possible. We got enough to cover the whole deal? Gotcha. Of course, we're gonna take out the whole train yard in the process. Yeah, we do what we have to do. How many healthy enough to run, you think? I guess 10% of the total shanty population. Call it 40 runners, give or take. Light up the yard and the rats will run for cover. Copy that. Double up the blockade and lock down the perimeter. And I mean tight. The yards will be sanitized. No exceptions. Also, was die freundlichen Herren gerade, was wir eben über Funk abgehört haben, gesagt haben, sind die Cleaners, die von der Müllabfuhr New Yorks quasi abgestellt wurden, Seuchenherde zu reinigen und das Ganze ein bisschen sehr ernst nehmen. Hier hat eine Barackensiedlung dann halt jetzt das Problem, dass sie einkesseln wollen auf dem Bahngelände, glaube ich. Das ist halt diese Mission, Agent, die ihr gehört habt. We, meaning Dr. Candle, need you to secure the Hudson Rail Yards area. The yards have become a tent city for the destitute and desperate, the people forced out of every place else and up here. What we're looking for is blood samples from those refugees, clean ones, sick ones, and ones who might have survived the dollar flu for Dr. Candle to work her magic on. So if you secure the site, we can do the rest. So, das heißt, die Cleaner sind ein bisschen durchgedreht und sorgen jetzt dafür, dass die Seuchenherde inklusive aller, die noch gesund sind, buchstäblich niedergebrannt werden. Man hat sie in dem einen Trailer aus Video 000 gesehen. Sozusagen, was passiert, wenn du deine Rolle als Sicherungskraft oder als Hilfskraft für die Pandemiebekämpfung zu ernst nimmst? Das steckt so ein bisschen hinter diesem Plot mit den Cleaners. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich wieder eine Mission für den Flügel machen will. Wir sollten vielleicht erstmal Benitez finden. Denn wir brauchen ja auch Waffen und im Security Labor ist ja nun auch noch keiner. Das müssen wir nach und nach entscheiden. Ja, das remembern wir schon. Okay. Was können wir denn jetzt noch machen? Die Mission haben wir ja schon gemacht. Sie bleibt weiter spielbar. Das ist das Tolle an diesem System, dass man eben dann versuchen kann, zumindest andere Leute zu finden, um nochmal die Mission zu spielen. We confirm phase one was a success. Repeat, phase one Okay, mal gucken, das werden wir diese Folge nicht mehr schaffen, aber für die nächste Folge nehmen wir uns dann vor, die Cleaner zurechtzustutzen. Ihnen das Mütchen zu kühlen mit ihren Flammenwerfern.
Und ihr seht, was ich vorhin sagte, das Schneetreiben wird dichter, das Wetter verändert sich, die Tageszeit verändert sich. Ich frage mich nur gerade, ob ich auch die Waffe ganz wegstecken kann. Mir war so, als hätte es eine Taste gegeben, wo man genau das kann. Ja, hier haben wir das G36. Okay. Schauen wir mal, ob wir hinten noch ein paar Rohstoffe finden, die wir ja für den Ausbau des Charakters und der Ausrüstung brauchen. Achso, okay. Seht ihr, die Mission ist da eigentlich jetzt, das ist offen und man kann da rein, um oben im Security-Bereich nochmal zu gucken. Warum scannen wir den jetzt? Achso, weil er auch ein Medkit braucht. Und es dafür eine bescheuerte Mütze, seine Mütze gibt. Na gut. Das heißt, eine bescheuerte Mütze, vielleicht ist es seine letzte. Yeah, sure. What do you want? Ach hey. Die suchen ja auch schon wieder Streit dahin, oder? Hey, that's not funny. Oh oh. Es wird halt fleißig geplündert. Das ist ja auch eine der Kernthesen dieses Spiels sozusagen, was sich nicht so richtig mit der Forschung in Einklang bringen lässt, dass halt Menschen dann alle durchdrehen und sich gegenseitig mit Haufen schießen. Das ist ja auch ein typischer Teil des Weltbildes von Tom Clancy, auch wenn er immer sozusagen die Perspektive in seinem Roman aufmacht, dass man schon am Ende jemanden hat, der alles richtet und das zum Guten gebracht werden kann. Also es ist nicht alles nur schlimm, sondern es kann gelöst werden. Aber im Prinzip geht erstmal alles zum Teufel. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ach, das ist das oben auf den Autos oder was? Wie komme ich denn da hoch? Weil ich hier die Motorhaube oder so? Oder hier rüber. Wieso zum Teufel komme ich da jetzt nicht rein? Da muss es doch einen anderen Weg geben, oben die Werkzeuge abzugreifen. Ach, da unten ist es. Oh, hier, seht ihr. Werkzeuge. Sehr wichtig. Okay. Das waren die Werkzeuge. Was finden wir hier noch? Das sind übrigens nachwachsende Rohstoffe. Hier haben wir dann Supplies. Also es gibt dann immer eine der Hauptmissionen, die dann halt die Trakte freischalten und Rohstoffe, um sie freizuschalten. Sammeln wir uns dann ein bei den kleineren Missionen. Was haben wir denn hier noch in der Seitenmission? Agent, we got a supply drop that needs recovery. Together, we can tackle this. But I'm sure glad it's you out there and not me. Just remember that you're special. Because most people just don't survive when confronted with such heavily armed hostiles in large numbers. Sending coordinates. Oh, wir haben hinten ein Handy gefunden. Wer die Watch Dogs Spiele und sowas kennt. Hey, this is Allie from 89.8, your home for the best music. Am I talking to Naomi? Yes. How old are you, Naomi? I'm 9. Well, Naomi, you are a very lucky little girl, because if you can answer one question, you're going to be a finalist for a chance to see the Nutcracker at the Lincoln Center. Yay! Now listen carefully. Can you tell me who wrote this song? It's Peter Ilyich Tchaikovsky. My grandma taught me that. You've got a very smart grandma, and you're a very smart girl because you're now entered to win those tickets. Keep listening, and you'll find out if you won real soon. Okay, bye. Okay, ein bisschen Flavor von New York. Und sowas findet man halt überall, wenn man abseits der Hauptwege streift. Man kommt ja nicht überall durch, aber man kommt auch oft irgendwo rauf. Auf Dächer zum Beispiel, auch für Missionen. Und man findet dann eben weitere Plünderer. Come on, what you got?
dass man sie nicht verhaften kann und die Polizei abholen lassen kann, war halt auch einer der Kritikpunkte, dass man hier halt wild rumschießt und gar nicht fragt, was die Leute eigentlich tun. Wer weiß, ob die ihren eigenen Freund durchsuchen. Sie werden halt einfach nur als rot angezeigt und stellen gar keine Fragen. Das ist schon albern. Was heißt albern? Also, ach guck mal, hier hat man auch mal was. Brandmunition. Das ist doch auch nicht schlecht. Das kann man sich auch gut gebrauchen. Brandmunition, immer nützlich. Das heißt, wenn man abseits der Wege läuft und auch so ein bisschen mit die Karte im Blick behält, dann sieht man oft Menschen, die Bedarf haben an Hilfe mit Medkits oder so, aber eben auch so Dinge wie das kleine Handy, und die Liebe zum Detail ist halt wirklich erstaunlich. Wenn man sich anguckt, hier zum Beispiel diese modifizierte Werbung da drüben mit der Grippemedizin. Ne? Dass man das dann eben nicht mehr wahrhaben will oder nicht mehr wahrnimmt und das dann eben dort oben beschmiert wird. Dass es halt nicht funktioniert. Wir können von Glück reden, dass unsere Pandemie, dass die Impfstoffe gewirkt haben. Bei all dem Spinnkram, den man da als Wissenschaftler draußen so lesen muss. Oh, da gibt es schon wieder Leute, die Ärger suchen. Das sieht gefährlich aus. Just taking my due, man. You don't have to do this. Just let me go and no one has to do this. Immerhin habe ich ihn gerettet und sie haben keine Kugel verpasst und muss halt leider auch schnell sein. Was ich leider am Anfang jetzt bei der Steuerung nicht so bin, wie ihr gesehen habt. Alles okay, Kollege? Okay, machen wir mal, dass wir den Supply Drop noch finden. Der wird sicher auch von anderen schon belagert sein. Es gibt ja viele Leute, die halt auch einfach Passanten sind, Zivilisten sind. Aber man muss halt nicht viel denken dabei. Ach, da hinten steht's. Wahrscheinlich muss man das auch verteidigen noch oder sowas. Ich weiß jetzt nicht. Das sieht nach einem Ort aus, wo man verteidigen muss. Aber auch da, Liebe zum Detail ist wirklich Warning. Incoming hostiles. Erstaunlich. Wie, wo? Ach, da hinten müssen wir hin. Hm, wo sind sie denn? Jetzt müssen wir bestimmt zu einer anderen Ecke, oder? Warning. Incoming hostiles. Oh, das ist ja wie bei Mass Effect 2 mit den. Warning. Oh oh. Lass mal, bleib mal weg. Lass das mal. Hoffentlich sind das nicht allzu viele Wellen. Warning. Incoming hostiles. Ja, wo kommen sie denn? Ja, wo kommen sie denn? Von überall natürlich. Ja, nee, ist klar. Ihr seht, was näher ist. Hilft auch besser. Kannst du da mal rum jetzt? Ah, oh, manchmal ist es. Was macht er denn jetzt? Oh Gott. Ah, na toll. Und dann kommt auch schon die Granate. Ah. Mhm. Das ist noch nicht alles, oder? Warning. Ja, natürlich. Incoming hostiles. Guck
kommen sie denn wieder da? Da kann man aus der Deckung schießen. Das ist man nicht so genau, aber... The guys were trying to bet me that you'd bite it on that one, but I wouldn't take any of them. Mostly because I don't have any cash to use for bets, but also partially because I believe in you. Nice job. Ist ja nett von dir. Oh, Sky Edge. Naja, jetzt kommt das JTF und sichert die Ladung, die dann abgeholt werden kann. Und ich weiß gar nicht, kriegen wir Ressourcen oder. Ach, guck mal, hier noch weitere Survival Guides und sowas. Hier scheint aber nichts weiter mehr zu liegen. Dann würde ich sagen, liebe Leute, machen wir uns mal zurück zum Safe House. Wenn ich den Weg jetzt wieder finde, ist das sollte man natürlich schlecht. Das ist natürlich auch noch was zu finden. Das lockt mich jetzt natürlich auch wieder an. Aber ich sollte die Folgen nicht zu lang werden lassen, sonst guckt es wieder keiner. Wenn es über eine Stunde geht, habt ihr ja alle keine Zeit.